Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder aus Versehen Scan gerückt. Aber okay. Hier gibt es keine Reaper-Präsenz. In dem Fall können wir erstmal. Habe ich Treibstoff schon nachgeladen? Nee. So, das. Und dann landen wir auf Noveria. Landen! Und wir kümmern uns mal dort um die Cerberus-Präsenz. So, dann nehmen wir jetzt mal Edi mit. Und Jarvik. So, Waffen hatte ich ja schon durchgeguckt. Wir haben 4 Punkte. Nee, ich würde gern die Brandmunition dann irgendwann ausgillen. Edi wird aber Punkte haben. Ach nee, nur 6 Stück. Dann geht's weiter mit dem Täuschkörper. Dauer erhöht Schilde. Ich glaube, Dauer ist in dem Fall ganz sinnvoll, ne? Rang erworben. Und Jarvik hat 9 Punkte. Dann erstmal das Schmettern. Macht ein zu Boden geschmettertes Ziel 5 Sekunden lang handlungsunfähig. Erhöht Laufladetempo um 50%. Die bewegungsunfähig finde ich schon nett. So, und mit 3 Punkten können wir da nichts anstellen. Gut. Commander, der Feind hat in diesem Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, Commander. Ich habe Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. Zentrum, um die Verteidigung zu deaktivieren. Okay, wir sollen den Bereich räumen. Kontrollzentrum Ausschau halten. Mehrere Kontakte. So, dann nehme ich jetzt mal kurz die. Die ziemlich krasse schwere Pistole. Oh, falsche Taste. Sorry, Edi. Okay. Schauen wir uns mal um. Da kommen noch mehr. Komm, ziehen wir uns mal ran, wollte ich sagen. Und dann hier rüber. Okay, da geht's irgendwo runter. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen noch den Bereich räumen. Geht's hoch. Ah, hier unten sind noch ein paar. So, nochmal ranziehen. Waren das nicht die letzten? Sieht aus, als hätten wir das Kontrollzentrum gefunden. Okay, da ist das Kontrollzentrum. Da möchte ich mich aber erstmal umschauen, bevor wir da irgendwas aktivieren oder deaktivieren. Hier liegen nämlich Ersatzteile.
was liegt hier? Datenpad. Mehr Ersatzteile, guck mal. Nur wenn wir uns nicht umsehen würden, würden wir das alles voll übersehen. Augen offen halten. Wir sind gleich da. Wir sind bei Ihnen, Shepard. Wöchentlicher Leistungsbericht, Sergeant Parker. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Integrationsportale und Protokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Ach nee, medizinische Station. Ich dachte, das wäre eine Tür. Sah gerade aus wie eine Tür. Okay, dann denke ich, sind wir hier durch. Und können dann jetzt die Konsole aktivieren. Oder deaktivieren. Ich glaube, da stand deaktivieren, ne? Das ist nur Munition und Granate. Das sah gerade richtig komisch aus. Hier liegt aber noch was. So, da hinten waren wir schon. Ja, dann machen wir mal. Verdammt! Das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. Lass mir Edi mal machen. Edi, ab an die Front. Wie Sie befehlen. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. Commander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz zurück. Kein Problem. Cortez, okay, verschwinden Sie von dort. Warte, bis Sie alles gesichert haben. Von hier kommt ihr auch. Eine Kommunikation nach draußen wäre möglich, Shepard. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Um den Rest kümmern wir uns später. Aha. Wenn die sich so komisch bewegen, ist das sauschwer. Die mit der Schrot zu treffen, wird die so langsam schießt. Aua. Shepard, anscheinend benötigt der Shutdown einen synchronisierten Befehl. Verteidigungssystem deaktiviert. Allgemeiner Befehl 7-7 ausgelöst. Notfallverteidigung aktiviert. Cerberus setzt am Landeplatz manuelle Verteidigung ein, Shepard. Dann müssen wir genau dahin. Soldat, irgendeine Errungenschaft. Also ein Fortschritt von der Errungenschaft. Muss mal hier sowas machen. Da kann ich mir auch gerade unmöglich reinziehen, das sind eindeutig zu viele. Warte, ich nehme mal kurz eine andere Waffe. Wir müssen mal kurz hier wiederbeleben. Ja.
Hier, die zwei schießen noch. Aber ich werde mal kurz vorrücken. Cortez, ich höre Sie. Bitte kommen. Da sind Sie, Herr Commander. Ich musste erst die Störung überwinden. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas an, das in Ihre Richtung kommt. Annäherungswarnung. Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Entladen! Die Einsatztruppe kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Okay, besiege den Atlas. Vielleicht sollte ich da doch nochmal die andere Pistole nehmen. So, dann hätte ich gerne Brandmunition. Ich wollte eigentlich die andere Waffe. Und Brandmunition. Das Deck ist jetzt geräumt, Shepard. Jemand verletzt? Das ist doch bedeutungslos. Nein, das ist nicht bedeutungslos. Ich habe ein Geschoss gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hole Sie raus. Das war's schon? Das war ja ein kurzer Einsatz. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Okay. Das war's also schon. Dann suchen wir uns jetzt was Neues. Aber es war ja im zweiten Teil auch so, dass es da so Nebenmissionen gab, die haben gefühlt nur 10 Minuten gedauert, Commander, so wie hier Sie jetzt. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Was eigentlich ganz, ganz nett ist. Die Hoffnung lebt. Ödnot Bakara. Commander, ich schreibe Ihnen aus dem Kelfic-Tal auf Tuchanka. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was hier los ist. Organa vom gesamten Planeten strömen hierher. So viele, dass ich sie längst nicht mehr zählen kann. Sie alle haben die Nachricht gehört. Wir sind endlich frei. Die Zeit der Leiden ist vorbei. Nie wieder werden Kroganerinnen Angst haben müssen, zu gebären. Nie wieder werden sie den Schmerz und die Sorgen fürchten, die dabei auftreten können. Ich weiß zwar nicht, was das Schicksal letztlich mit meinem Volk vorhat, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihre Entscheidung, an uns zu glauben, nicht bereuen werden. Wir werden die Reaper nicht nur wegen des Ruhmes bekämpfen, sondern weil wir wissen, dass wir nach dem Sieg eine Zukunft haben. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tuchanka zu bereisen und jene Worte zu verkünden, die fast 2000 Jahre lang kein Kroganer mehr gehört hat. Es besteht Grund zur Hoffnung. Das verdanke ich Ihnen, Commander. Und ich werde es niemals vergessen. Oh, die ist schon... Ich glaube, die wird schon ihren Job echt gut machen. So, abgeschlossen. Dann können wir den... können wir das System hier verlassen. War das nicht Pferdekopfnebel? Doch, war Pferdekopfnebel. Ist hier noch irgendwas in Gemini Sigma? So, hier sind wir im Hahn-System. Ich gehe mal ins Ming-System. Oh, das ist ganz schön weit weg. Na gut. Signal bestätigt. So, untersuchen. Ah, wieder Treibstoff, sehr schön. Hier haben wir 50%. Ich muss mal kurz wegfliegen. ULG-Sprung erfolgreich. Okay, dann schätze ich mal, sind hier noch ein paar Sachen. Ich habe etwas gefunden.
Okay, Scanner starten. Credits haben wir bekommen. Wir gehen jetzt noch weiter, solange wir zum Wasserportal unterwegs sind. Da war's! Ausweichen. Aber ich musste wegspringen. Schade, aber gut. Beim nächsten Mal müssen wir das dann nur anwählen. Ach ja, ich glaube, hier ist gerade noch Weltunter, oder? Wie viel Treibstoff haben wir denn? Ja, da komme ich nicht weit mit. Haben wir hier schon? Nö. Glaube nicht. Schaffen wir das? Oh, ich hab halt Angst, wenn wir... Ne, wir gucken erstmal hier. Signal bestätigt. Sehr schön. Dass wir nicht zurückkommen ohne Treibstoff, das wäre doof. Interferometrisches Gitter. Oh, war das nicht auch irgendwas, was wir finden müssen? 50%. Dann gucken wir hier nochmal. Ach, diesmal schaffe ich es aber. Treibstoff, sehr schön. Jetzt haben wir wieder relativ viel. Aber dann kommen wir hier nicht zurück. Das wäre doof. Reaper umgangen. So, hier haben wir jetzt mal überall angefangen zu scannen. Dann gucken wir doch mal in den Petra-Nebel. Aber da keine Reaper sind, schätze ich mal, ist dort auch nichts. Ist das so ein Indikator dafür, wo man scannen kann? Da, wo Reaper hocken? Ach, hier waren wir schon. Ja, hier können wir ja mal scannen, aber ich denke, hier wird nichts auftauchen. Ja, hier waren ja... Oh, hier kamen wir ja her. Voll vergessen. Guck mal, können wir noch mal ein bisschen Treibstoff auffüllen. Schauen wir mal hier. Da scheint ja auch noch nichts los zu sein. Also, dass wir da irgendwas gescannt hätten. Feuchtposten. Ey. Nee, hier waren wir doch schon mal drin, oder nicht? Gehen wir mal hier rüber und fangen dort an zu scannen. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Sonst hätten wir ja schon längst Reaper-Aufmerksamkeit. Oh, hier. Hier gibt es Aufmerksamkeit. Energiesprung erfolgreich. Okay, hier sind wir erstmal durch, würde ich mal sagen.
Ja, dann gehen wir mal auf die Citadel, damit sich die Lage mal wieder beruhigen kann. Und dann machen wir in der nächsten Folge mit der Hauptquest weiter. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.